Hallo zu einem neuen Video zum Thema Partikeltherapie oder MIT Marburg bzw. Marburger Ionenstrahltherapiezentrum. Da gibt es ja noch einiges zu ergänzen und außerdem habe ich für euch jetzt tatsächlich die 29. Bestrahlungssitzung aufgezeichnet, aber dazu später mehr. Ich habe hier mal eine Decke hingelegt, damit man das hier etwas besser sieht. Das ist die Bestrahlungsmaske, die ich mitnehmen durfte. Ansonsten wird sie entsorgt und bevor ich mich darum jetzt kümmere, erzähle ich euch zunächst mal noch ein bisschen was zum letzten Video. Apropos erzählen, das wollte ich ja doch irgendwann immer mal angemerkt haben. Es ist ja irgendwie furchtbar. Wenn man sich so Kanäle anguckt von großen YouTubern mit richtig Reichweite, ist es eigentlich erschreckend, dass manche nicht mal 5 Sätze am Stück fehlerfrei und fließend sprechen können. Da wird geschnitten und geschnitten, die Atempausen fliegen raus. Ich finde sowas total anstrengend zu hören. Also ich hier habe kein Manuskript oder irgendwelche Notizen. Ich merke mir das alles, was ich sage und arbeite das ab. Und ich bin in Audio gut und dafür in Video nicht, deswegen kann ich auch nicht verpixeln. Und da wären wir schon beim ersten Thema. Ich hatte letztes Mal dummerweise doch eine Dame gefilmt. Das war unabsichtlich und mir hat das eine Freundin später erzählt. Nur, da war es schon veröffentlicht. Und von daher, ich hatte mit ihr auch gesprochen, sie hat aber nicht irgendwie was gesagt oder so oder fand das doof. Ist ja auch für einen guten Zweck, aber ich denke, sie wird auch nicht wirklich YouTube schauen. Also wenn es da Probleme geben sollte, dann müssen wir da irgendwas machen. Aber ansonsten lasse ich das erstmal so. Weil es geht ja auch darum, den Leuten mal so ein bisschen die Angst zu nehmen und von daher war es trotz allem der beste Tag, das zu machen, weil sonst war es immer voll. Man weiß ja auch immer nicht, wenn man da hinkommt, ist da viel los, ist da wenig los. Auch jetzt, wo ich gestern bei der letzten Bestrahlung war, das war am 18. Juni, ich habe am 19. April angefangen, also ja, kann man sagen, fast 2 Monate. Da war zum Beispiel sehr viel Betrieb, obwohl da gar nicht so viele saßen. Das kriegt man immer gar nicht so mit, aber macht ja auch nichts. So. Jetzt noch ein paar Dinge, die ich nachreichen muss oder korrigieren muss. Also zunächst, ihr habt ja die Anmeldung gesehen im Video vielleicht. Rechts dieses Ding, wo ich gedacht habe, das wäre dann letztendlich für die Bestrahlung. Nee, ist es nicht. Und zwar ist die Hämatologie-Onkologie des UKGMs da eingezogen. Wohl eine Art Zweigstelle oder die brauchten noch Räumlichkeiten, keine Ahnung. Und von daher wird die Anmeldung für die genutzt, ne? Also das ist auch so wohl vorgesehen gewesen und deswegen waren da die Umbauarbeiten. Daraus folgt, dass sich der 4. Bestrahlungsraum, in dem ich war, nicht im rechten Gebäudeteil befindet, sondern dahinter. Also wenn man durch diesen Wartebereich durchgeht, dann erreicht man einen Gang. Dazwischen sind dann auch nochmal so Besprechungsräume für Arzt und Patienten oder irgendwelche Durchgänge. Und dieser Gang, der ist auch sehr lichtdurchflutet, also ist auch mit einem Glasdach bestückt. Und wenn man da dann rechts weitergeht, ich würde sagen, der ist so bestimmt 50 Meter quer hinter dem Gebäude, dann kommt man zum 4. Bestrahlungsraum, da geht man dann links rum. Da ist dann Cockpit, nenne ich es jetzt einfach mal, für die Mitarbeiterinnen, die da alles überprüfen und gucken, dass alles passt und dann auch die Bestrahlung koordinieren. Dann kommt man durch so ein Gang, da sind links dann so 3 LED-Streifen, auch schön hell und warm beleuchtet, geht um die Kurve nach rechts und ist dann im Bestrahlungsraum. Es gibt dann natürlich auch Kabinen, wenn man jetzt unbekleidet bestrahlt werden muss oder so, das kommt ja auch vor und von daher ja, ist das halt eben so, dass das alles dahinter liegt. So sieht man aber alles nicht und wie gesagt, es läuft da ja sehr diskret ab und die Patienten begegnen sich zwar, aber letztendlich ist man dann immer alleine und das ist auch gut so. Also das machen die wirklich toll. Ich muss auch ein großes Lob an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussprechen. Es war wirklich zu keiner Zeit irgendwie, dass man sich unwohl gefühlt hat, gehetzt wirkte, also seitens der Mitarbeiter oder sonst irgendwas. Also es war immer sehr entspannt und die haben auch sehr viel Geduld und freuen sich sogar, wenn man sich für deren Arbeit interessiert. Ne? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade. Man verbringt so eine gewisse Zeit und dann später sieht man sich faktisch nie wieder. So die eine oder andere, sage ich ganz ehrlich, hätte ich schon gerne mal zum Essen eingeladen, weil ich so viele Fragen noch offen habe. Trotz dass ich jetzt eigentlich sehr viel mehr weiß als beim letzten Video. So, und bevor wir dazu jetzt kommen, zeige ich jetzt noch mal kurz diese Maske. Ich hoffe, dass ich die hier im Bild treffe. Und zwar, hier sieht man das Auge, was denn da passiert. Ne? Das ist mir schon aufgefallen, dass die irgendwie immer ja, so komisch sitzt an dem Auge und ich ja irgendwie so komisch durchgeguckt habe. Mein rechtes ist jetzt auch das bessere Auge, von daher vielleicht sogar praktisch, aber irgendwie war das ein bisschen komisch. Und wenn ich jetzt hier mal so drücke, ne, oder das Ding verknautsche oder verbiege oder auch von innen hier mal gegendrücke, dann seht ihr, das federt zurück, ne? Also es bleibt in der Form, ne? Auch wenn ich hier oben drücke. Das ist eben dieses thermoplastische Zeug, das erst dann sozusagen verformbar wird, wenn man es nass macht und dann eben feucht. Und das hat ja Frau Professor Hilke, Hilke habe ich letztes Mal gesagt, Hilke heißt sie gar nicht, die heißt Hilke Vorwerk, ne?
Tumor Target Therapy heißt, nee, Target Tumor Therapy, ich verwechsel es immer, heißt der Kanal, da hat sie das ja auch schön gezeigt. Was wir jetzt hier auch sehen, das sind diese Klebestreifen, sieht man auch hier an der Seite. Die werden genutzt, um das Lasersystem zu bemühen, dass man eben das Ganze ausrichten kann, weil die Strahlen müssen ja letztendlich da hinkommen, wo sie hinkommen müssen und dürfen nicht woanders hinkommen. Und wenn ich jetzt beispielsweise hier diese Maske nicht auf hätte und meinen Kopf hochreißen würde und die Strahlen landen irgendwo im Gehirn, dann würde das wahrscheinlich nur einmal im Leben passieren. Also das will man ja auch nicht. Von daher wird das hier schön ausgerichtet und eben auch auf der Seite. Hier unten sieht man, das ist hier dieses Plastikding, dieser Plastikrahmen, der hier hinten so eine, ja, man müsste Feder sagen, die in eine Nut schnappt und diese Nut wird dann eben mit so einer Feder an die Maske rangedrückt. Das ist so ein Hebel, den drückt man so nach vorne, glaube ich, was. Ich habe es gestern selber gemacht, also zweimal habe ich es insgesamt mir selber angeguckt und dann springt die raus, das zeige ich gleich noch. Bevor ich das zeige, hier erstmal dieses Material, ich hoffe, man sieht das jetzt gut, sitzt hier so zwischen diesen Plastikklemmen. Also das ist ja wie so eine Schiene, da ist das reingedrückt. Ich habe fast den Eindruck, das müssen die Hände machen, weil hier hinten, da sieht man das, das ist zusammengeschraubt. Und da ist so eine Schraube, die auch ein bisschen größer ist, wo man dann vielleicht mit einem Geldstück das auch aufdrehen kann. Und dann kann man das entnehmen wahrscheinlich. Ne? Aber ich will es nicht ausprobieren. So, also von daher ist das schon ganz interessant. Und vor allen Dingen, wenn man sie selber aufsetzt oder wenn ich sie selber aufsetzen will, brauche ich das nur so machen, wie die es da auf dem Tisch machen. Wenn die jetzt so auflege, würde man hinten dann das aufschnappen lassen. Dann nimmt man die so nach oben ab. Also die springt dann auch schon hoch, so flupp. Und dann wird die einfach so vorsichtig abgenommen. Und wenn ich die so aufsetze, dann passt das auch. Das ist übrigens eine Kurzmaske, weil es gibt noch längere Masken. Ne? Also wenn man jetzt hier im Halsbereich oder im Thoraxbereich bestrahlt wird, also bis zur Brust, kann man das auch länger machen. Und in meinem Fall brauchte man ja nur eine kurze, weil mein Meningiom, also der gutartige Gehirntumor, saß ja hier. Ne? Also hier rechts saß der. Hat auch nichts kaputt gemacht. Letztendlich hat er das Gehirn verdrängt. Man spricht ja daher auch von Raumforderung. Nur weil es eben ein Tumor oder Meningiom Typ 2 ist, war es eben so, dass man gesagt hat, okay, wir machen die Bestrahlung, um sicherzugehen, dass sich da nichts bildet. Also es wurde sozusagen um 70% reduziert, das Risiko. Und von daher hat man das gemacht. Also deswegen kann ich das auch alles sehr locker sehen. Also es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Hier seitlich sehen wir auch sozusagen da, wo das Kopfteil ist. Das ist hier so eine gerade Kante, sieht man von oben wahrscheinlich auch und von der Seite natürlich auch. Die geht hier einmal rum. Da liegt die Maske dann sozusagen in dem Kopfteil drin. Das wird ja auch so im Immobilisationsraum angepasst. Also sprich, man legt den Kopf ja dann genauso da rein, wie man es auf dem Bestrahlungstisch macht. Und dann wird das Zeug hier in weicher Form, das ist wie so ein weicher, warmer Spüllappen, der ein bisschen tropft, den kriegt man aufs Gesicht gelegt, dann wird das alles hier angedrückt, sieht man ja auch hier schön überall und dann härtet das aus und dann formen sie hier die Nase noch rein, dass man Luft kriegt, wobei bräuchte man gar nicht, weil letztendlich ist das sehr luftdurchlässig. Ich glaube, man sieht es wahrscheinlich auch, dass das halt auch sehr, sehr porig ist, also auch, ja, es ist ja kein steifes, geschlossenes Material, also man kriegt gut Luft und es ist auch bequem, also es sitzt auch recht locker. Und man kann den Kopf da drin zwar nicht drehen oder bewegen, also ich sage mal, ein Millimeter geht vielleicht und dann merkt man auch schon, dass das dann hier oben spannt, ne? Aber halt nicht unangenehm spannt. Ich glaube, hier oben im Kopfbereich sieht man es auch gut mit den Löchern. Und dann kann man sozusagen davon ausgehen, dass die Strahlen auch dahin kommen, wo sie hinkommen müssen. Ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, zwei Ionentypen gibt es, Wasserstoff- und Kohlenstoffionen. Es kann nur ein Ionentyp im Beschleuniger laufen und beschleunigt werden und von daher geht eben nur eine Bestrahlung und man kann nicht mehrere gleichzeitig fahren. So, jetzt zum Bestrahlungsvideo. Ich erkläre euch im Anschluss, wie ich das gemacht habe und zeige euch das erst einmal. Und ja, da kommen wir jetzt quasi an der Stelle rein, wo wir letztes Mal ausgestiegen sind oder kurz davor, also mit dem Röntgengerät beginnen wir. Und ich habe das natürlich verkürzt, weil die ganzen Wartezeiten muss man ja nicht mitnehmen und es ist jetzt entsprechend kompakter. Und ihr seht einfach die wesentlichen Punkte, die wesentlich sind. Und ja, guckt euch es erstmal an und dann erkläre ich euch mehr, wie ich es gemacht habe.
Das war sie, die 29. Bestrahlung, und ich hoffe, dass es auch denjenigen, die das vor sich haben, eventuell ein bisschen Mut macht. Ich habe es ja, wie gesagt, nur für mich eigentlich angefertigt, aber ich denke, es ist auch sinnvoll, das mal zu zeigen, zumindest mal grob, wenn auch nicht mit allen Pausen und Lücken. Und ja, warum der Sumco 2N4K hier verkehrt rumliegt, das zeige ich gleich noch. Zuvor möchte ich noch zwei Dinge anmerken. Zum thermoplastischen Kunststoff, das habe ich vorhin nicht so gut erklärt, man erhitzt das im Wasserbad. Das heißt, es kühlt dann ein bisschen ab, ist dann sozusagen nur noch feucht warm, wird dann aufs Gesicht gelegt, also absolut angenehm und überhaupt nicht schlimm, bevor es angedrückt wird. Dann härtet es ganz aus und dann wird es natürlich immer fester oder sagen wir mal weniger verformbar. Und dann hat man das Referenzmodell geschaffen, aktiviert das Lasersystem, bestreicht, bemalt und beklebt das Ganze und dann geht es ab ins CT. Und dieses CT-Bild ist Referenz für alle folgenden Bestrahlungen. Man hat es ja gesehen, das Röntgengerät macht zwei Bilder von vorne und von der Seite. Und das wird dann eben mit dem CT-Bild abgeglichen. Dann wird das Ganze freigegeben und die Ionen angefordert und dann geht es eben auch schon los. Im Bestrahlungsraum haben die Mitarbeiterinnen eine Fernbedienung, mit der können sie alles steuern, angefangen vom Licht. Es gibt auch in Bodennähe noch Beleuchtungen, die aktivierbar sind. Also man kann das auch ganz wohnlich machen. Vielleicht können sie auch die Lichtfarbe ändern, ich weiß es nicht. Und das Lasersystem wird damit aktiviert und der Tisch bewegt und das Röntgengerät damit auch gestartet. Und das Ganze funktioniert eigentlich manuell, bis das Röntgengerät kommt. Ich glaube, das funktioniert automatisch, weil das immer so die gleiche Systematik hat, bis es unten ist. Und dann gehen sie raus und dann geschieht alles im Kontrollraum quasi. Und ich habe mal gefragt, welche Prozesse genau automatisch und manuell ablaufen. So richtig rausgefunden habe ich das noch nicht. Also soweit ich weiß, die Tischdrehung und so weiter machen sie manuell. Aber ich glaube, die Bestrahlung läuft automatisch nach dem Bestrahlungsplan. Denn mit dem Raster-Scanning-Verfahren hat man ja diese 33 Bragg Peaks, also die Zielpunkte, ausgemacht. Und da hat man dann bestrahlt bzw. Gewebe vernichtet. Und das muss ja automatisch ablaufen. Und ich glaube auch ziemlich millimetergenau. So, kommen wir jetzt mal dazu, wie ich das gefilmt habe und dann zeige ich euch am Schluss noch was Spektakuläres. Nein, gar nicht so spektakulär. Also, ich hatte ja versucht, das hier mit der Kamera zu machen, das Stativ mitgenommen, aber das war ihnen nicht so recht. Und dann habe ich den Sumco 2N4K mal mit einem Dreibein mitgenommen, wollte das dann sozusagen ans Fußende aufstellen, das Ding, und mitfahren lassen, aber das war auch ein bisschen doof, weil sie haben wahrscheinlich eine grundsätzliche Einigung, dass sie nicht gefilmt werden wollen. Das finde ich auch völlig okay. Und dann habe ich so gedacht, gut, es geht jetzt gen Ende zu. Wie machst du das? Naja gut, du hast ja noch den Brustgurt, den ihr hier seht. Und da habe ich dann eben den Q2N4K jetzt so in der Position befestigt. Das heißt, die Blickrichtung ist, als würde man sozusagen entgegen meiner Position liegen. Ist also ein bisschen verkehrt rum. Aber das macht nichts. So sieht man das Röntgengerät halt von der anderen Seite. Aber der Effekt ist ja derselbe. Und ich habe dann eben die Kamera geschwenkt. Und das Knacken, was man auch zeitweilig hört, ich habe es jetzt mal bewusst übertrieben, das ist hier einfach das Gelenk, ich muss das mal einfetten, vielleicht geht es dann besser und dann ist es auch ein bisschen leiser. Und ja, wie man hier sieht, lässt sich die Kamera eigentlich in alle Richtungen drehen und ja, man kann sie dann eben auch über dieses, ja, hier dieses Gewinde, macht man es los und kann sie eben auch seitlich drehen. Und so habe ich das gemacht, also ich habe erstmal dann so gefilmt, habe das Ding so nach oben ausgerichtet, dann gerade gemacht, dass man dann die Tischdrehung sieht und das Ganze dann irgendwie so hier nach oben gemacht. Und genauso habe ich dann die Kamera so rumgedreht. Also das war sozusagen mein Kompromiss, aber ich glaube, es ist auch ganz gut gelungen. Jetzt habe ich nur das Problem, ich musste hier das Ding entsprechend ändern. Und wenn man das so rum hat, kann man die Kamera nicht so geradeaus nach vorne zeigen lassen. Wir haben ja hier diese Platte. Die Platte habe ich so gelegt, dass sie so ein bisschen auf dem Thorax liegt, also sozusagen am unteren Rippenbereich und dann nicht zu sehr auf dem Bauchfell, weil dann würde ja die Kamera sich mit meiner Atmung mitbewegen. So hat mir ein Freund erzählt, man hört meinen Herzschlag ganz niederfrequent. Ist auch witzig, habe ich noch gar nicht drauf geachtet, aber es ist hier ja auch nichts entkoppelt. Und von daher, ja, ist das halt so ein Kompromiss, weil es halt falsch rum ist. Und ich mache das mal hier ab, dann kann ich euch das zeigen. Ich kann euch aber auch nicht sagen, von welcher Firma hier das Ding ist. Ich habe das irgendwann bei Amazon mal gekauft, eigentlich für Audiorekorder. Und dann kriegte ich den Q2N 4K und habe ich gedacht, boah, den kannst du ja auch für Camcorder nutzen, weil dafür ist er eigentlich gemacht. So, und man sieht das hier, also ich kriege das nicht in die waagerechte, also es ist im Prinzip falsch rum.
Ich kann das hier jetzt losdrehen. Hier an der Stelle müsste ich es auch mal einfetten. Hier, das sind hier so zwei Plastikdinger, die hier so eingeklemmt werden und dadurch kommt eben auch das Geräusch zustande. Und wenn ich das jetzt hier so festschraube, so, dann kriege ich die Kamera auch relativ gerade, allerdings auch nur so weit. Also ich kann da nicht nach oben mitfilmen, da müsste ich dann hier das irgendwie anheben und würde dann die Kamera so da aufsetzen. Also so wäre es jetzt richtig rum. Das hätte nur für die Bestrahlung wenig Sinn gemacht, weil, ja, weiß ich nicht, gut, ich hätte es auch so rum machen können, ne? Aber irgendwie habe ich gedacht, ich mache es andersrum, dann ist es ein bisschen flexibler. Aber gut, genau, wie wird das Ganze befestigt? Wir sehen das hier so ein bisschen. Wir haben hier einen Beckengurt. Der Beckengurt läuft hinten sozusagen im unteren, ja, nicht Lendenbereich, also im Brustbereich eigentlich lang. Dann ist hier eine Schnalle, die macht man dann auf, geht erst mit dem linken Arm rein, dann mit dem rechten Arm. Hier oben, das sind dann die Schultergurte. Man sieht es wahrscheinlich nicht. Es gibt dann hier, also eigentlich ist es eine Dreipunktbefestigung. Ich habe dann hier so, ja, wie muss das denn sein? Ich vergesse es auch mal, wenn ich es nicht so in der Hand habe. So ist es jetzt auch schwierig. Ich glaube, da habe ich den Kopf dann durch. Dann muss das über die rechte Schulter, das über die linke. Und dann läuft das hier in der Mitte runter und dann eben verbindet das so eine senkrechte Dings. Ach nee, genau, da ist das. Ja, ist ein bisschen verschwurbelt hier jetzt. Und dann haben wir genau hier, das kommt dann in den unteren Rückenbereich. Und dann haben wir hier den Brustgurt, wenn man so will, und dann klackt man das hier so rein. Und ich habe das, wie gesagt, bewusst so gemacht. Normal müsste ich es vielleicht noch mal ein bisschen höher einstellen. Ich habe es jetzt extra niedriger eingestellt, dass eben die Kamera wirklich oben auf dem Brustbein liegt, damit sie eben sich nicht durch die Atmung bewegt. Und so ist es wahrscheinlich auch vorgesehen. Und normal ist auch das Mikrofon sehr windempfindlich. Also im Prinzip müsste man eigentlich auch einen Windschutz drauf machen. Da habe ich jetzt drauf verzichtet. Das wäre ja noch komplizierter gewesen. Naja, und so haben wir das eben gemacht. Okay, jetzt kommen wir noch zum Highlight, in Anführungsstrichen, die Glocke. Ich habe das letztes Mal ja schon erzählt, dass es eine Glocke gibt, die kann man läuten. Und ich habe die Glocke irgendwie noch nie angefasst, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es auf dem Video drauf kam, aber es scheint so, als wäre in der Glocke der Klöppel nicht dauerhaft drin. Und das macht ja auch Sinn, dass nicht irgendwelche Kinder ständig da rumbimmeln. Und die sagen das auch, wie sie mir gesagt hatte bei der letzten Bestrahlung gestern, dass man das eben auch nur am Schluss erzählt. Naja, und so hat man mir dann sozusagen angeboten zu bimmeln. Und ich habe gesagt, okay, meine Family hat gesagt, ich soll das, wenn auch, filmen. Das haben wir dann auch gemacht. Und diese 5 Sekunden seht ihr jetzt gleich zum Abschluss. Und was man da eben auch sieht, dass dieser Klöppel mir aus der Hand gefallen ist. Ich dachte erst, weil sie Schiffsglocke sagte, dass das irgendwie so ein Zugseil ist und dann schwingt die Glocke rum und dann schlägt der Klöppel an. So ist es aber nicht. Es ist einfach ein Klöppel, den man an den Glockenrand schlagen muss von innen. Das habe ich auch gemacht und offensichtlich ist der Haken eben offen, damit man diesen Klöppel abnehmen kann. Vielleicht, wenn man die Glocke im letzten Video gesehen hat, wird man es vielleicht auch feststellen, ob der Klöppel wirklich drin ist oder nicht. Das wäre jetzt mal fast eine Quizaufgabe. Na, jedenfalls fiel das Ding runter. Ich habe das auch gar nicht gemerkt. Und die sagten alle zu mir, ja, hast du das Ding gleich kaputt gemacht oder was? Ich so, hä? Wieso? Nee. Das Ding hing doch da noch. Aber anscheinend habe ich es ausgehakt und sie hat es aufgehoben und dann war gut. Naja. Okay, mit dem Klingeln der Hoffnung, weil es ist ja eine Hoffnungsglocke, verabschiede ich mich. Danke fürs Zugucken und sage tschüss, bis demnächst.